Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei CFD. Heute geht es mal wieder um das Thema JB4. Wir haben wieder die Möglichkeit bekommen, ein neues Auto zu testen und euch zu zeigen. Der ein oder andere wird es wissen, es gibt ja einen JB4 für den C63 und E63, also den V8 Biturbo. Und ich habe hier einen ganz speziellen Kunden, der hat gesagt, komm, wir schmeißen das mal in die G-Klasse, G63, und probieren das mal aus. Und ja, das Ergebnis, das wollen wir heute mal messen und euch zeigen. Bis gleich. Die G-Klasse ist kein Leichtgewicht, die wiegt leer 2,4 Tonnen, ein richtiges Monster. Wir haben hier einen W464, glaube ich, ist das richtig? Genau, das ist also das neue Modell. 585 PS serienmäßig und 850 Newtonmeter. Das ist gar nicht so wenig und ich bin gespannt, wie viel das Auto 100, 200 serienmäßig fährt und was wir dann eben nachher mit der JB4 rausholen können. Wir messen einmal Map 0 und dann messen wir auch noch die Map 2. Und natürlich werden wir im Anschluss auch die Ergebnisse wieder dem Roger schicken. Da wird die Tage übrigens auch ein Video zu kommen, den haben wir nämlich interviewt. Und der Roger wird uns dann mit Sicherheit freundlicherweise die Leistung berechnen. Bis gleich. Ja, wir sind wieder auf dem Weg zurück. Die Messergebnisse sind der Wahnsinn, ehrlich gesagt. Dieses Riesenauto fährt serienmäßig 100, 200, ungefähr 12,5 Sekunden. Müssten wir nochmal korrigieren, aber so um den Dreh. Auf Map 3 haben wir eine 9,9 gefahren. Wenn man das korrigiert, ist man da sicherlich bei 10,0 irgendwas. Und ich habe mal geschaut, was die Tuner so machen mit Software und die fahren auch 100, 200, 10, Sekunden. Das heißt, auch hier hat die JB4 mal wieder bewiesen, dass sie mit einer Stage 1 Software auf jeden Fall sauber mithalten kann. Wir haben natürlich jeden Lauf gelockt, stecke ich euch unten in die Beschreibung, könnt ihr euch anschauen. Und wir haben auch nochmal andere Maps getestet, Map 4 und Map 5. Das ging aber jetzt ohne weiteres nicht gut aus. Das heißt, das Auto fährt dann nicht mehr ganz so sauber. Da muss man also dann schon den Sprit ein bisschen beimischen. Das sagt Burger auch. Also für Map 4 und Map 5 braucht man Rennsprit. Und Map 3 funktioniert aber super sauber. Map 2 natürlich auch. Und ich würde sagen, das sind hervorragende Ergebnisse für so ein riesiges Auto, wenn man hier drin sitzt und der Wagen beschleunigt. Wir haben auch mal 0-100 gemessen und auf Map 3 fährt der Wagen in 4,7 Sekunden unkorrigiert 0-100. Irre, fühlt sich auch wirklich brutal an hier im Beifahrersitz und ja. Ansonsten sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Like, abonniert unseren Kanal, wenn ihr das nicht eh schon getan habt und kommentiert fleißig, was ihr davon haltet. Wenn ihr Fragen habt zum JB4 oder auch zu anderen Autos mit dem JB4, schreibt unten rein und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!